Kran ist da. Seit Dienstag bereits wird der Kran im Bereich Friedensbrücke aufgebaut, der dann ab Freitag bis in die kommende Woche hinein die großen 104 Tonnen schweren restlichen Brückensegmente von den beiden Stützpfeilern hieven soll. Der Kraneinsatz hatte sich seit Pfingsten immer wieder verzögert. Nun konnte der Bauleiter Uwe Hofmann Vollzug vermelden. Mehr Bilder vom Einsatz des Kranes dann in der nächsten Ausgabe von Zeitnah. Das komplette Programm von RAN 1, Ihrem Heimatsender mit Reichweite, sehen Sie täglich über Satellit, im Kabel, über Antenne und online.